Freunde, was geht ab? Heute mein Herzensverein, ihr wisst Bescheid, VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Ey, ich bin gespannt. Beide Teams, geile Vereine, aber natürlich drücke ich meinem VfB Stuttgart die Daumen. Und trotzdem hoffe ich auf ein geiles Spiel, auf ein spannendes Spiel. Und ja, draußen richtiges Regenwetter. Es regnet immer noch sehr stark, vielleicht hört ihr sogar die Regentropfen, aber ich bin trotzdem optimistisch, dass es ein geiles Spiel wird. Also, Freunde, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Freunde, wir sind in Cannstatt angekommen. Regen. Unglaublich. Aber jetzt 10 Minuten Laufweg zum Stadion und dann geht die Post ab. Let's go! Was ein Fehler von Werder Bremen Torwart. Also Freunde, Werder Bremen in den ersten 10 Minuten komplett neben der Spur. Wir müssen das auf jeden Fall ausnutzen. Das 1:0 muss demnächst mal kommen. Kommt Leute, let's go. Oh, Wahnsinn. Was für eine Chance. Aber danach sind wir früher geworden. Bremen wird gerade ein bisschen stärker. Wir haben die 26. Minute. Wir werden schauen, wie es weitergeht. Freunde, ihr seht schon, die Werder-Fans sind auch mit von der Partie. Die machen auch gute Stimmung. Kann man ihnen nichts sagen. Hier vorne sind dann unsere VfB-Ultras. Hier kompletter Bereich, machen auch richtig gute Stimmung. Wahnsinn. Das 1:0 von der Leitung, das kann's nicht arbeiten. Das kann's nicht arbeiten. Ich nehme alles zurück, es war Abseits, es steht immer noch 0:0. Oh! Bro! Oh. Jetzt kommt die schöne Eckballchance, da haut es endlich rein. Auf geht's! Oh, Wahnsinn! Das kann doch nicht wahr sein, ey! Das ist schon lächerlich! Kann einfach nicht wahr sein, wenn der Verteidiger einfach sowas vergeigt hat. Das kann nicht wahr sein. Da muss der Verteidiger einfach on point sein. Es gibt, glaube ich, sogar Strafschuss. Das kann einfach nicht wahr sein. Also, ey. Und es ist kein Elfmeter, sondern ein Freistoß. Vielleicht sieht man vor der Linie hier, vor der Linie, Freistoß. Ja, kritisch.
lange. Die erste Halbzeit haben wir schon Spiele ziemlich ausgeglichen. Ja, Werder Bremen hat ein paar gute Chancen, aber leider nicht reingemacht. Beziehungsweise eins wurde ja auf Abseits gepfiffen. Auch der hatte auch ein paar gute Chancen. Ui, ja, ich hätte eher auf ein 1-1 oder 2-1 getippt in der Halbzeit. Nachdem man ein paar Tore schauen kann. Aber ja, so im gesamten Spiel ist ziemlich flüssig. Da geht es viel Action, muss ich sagen. Beide Fanlager kommen hoch, machen auf jeden Fall gute Stimmung. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Auf geht's! Intelligent und unser Torwart, darüber brauchen wir absolut nicht zu reden. Das ist absolut eine Katastrophe, was wir im Kasten haben. Das kann nicht wahr sein. 2-0 Werder Bremen. Oh Mann, ey, das kann es nicht sein. Zu Ende, 2-0, schade, ey. Freunde, das Spiel ist zu Ende, 2-0 für Werder Bremen, das kann tatsächlich nicht wahr sein, ich bin echt total enttäuscht, es geht gleich weiter mit dem Auto. Freunde, das Spiel ist zu Ende, puh, es war anstrengend. Für die VfB-Fans war es auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Ja, ich bleib mal hier kurz stehen, dass die Kamera nicht so sehr wackelt. Ja, kommen wir erstmal zu Werder Bremen. Werder Bremen, erste Halbzeit, die haben verpennt. Die haben einfach komplett gepennt. Vor allem in der Anfangsphase von der ersten Halbzeit haben sie komplett geschlafen. Da hat VfB schön Gas gegeben. Und dann, umso länger das Spiel wurde, umso länger das Spiel einfach wurde, umso stärker wurden sie. Zweite Halbzeit ging komplett am Werder Bremen, da hat VfB komplett geschlafen. Und ja, was soll ich sagen, da, völlig verdient. Werder Bremen hat ein gutes Spiel gemacht, Gas gegeben und gewonnen. Tolle Fans, tolle Mannschaft. Zweite Halbzeit, wie gesagt, gebe ich auf jeden Fall Werder Bremen. Erste Halbzeit, ein bisschen geschlafen. Kommen wir zu VfB, zu meinem Herzensverein. Ja, VfB, erste Halbzeit, Wahnsinn. Vor allem die erste Viertelstunde, die haben gut Gas gegeben. Ja, und gebe ich auf jeden Fall an sie. Da hätte schon das erste Tor fallen müssen, haben sie nicht gemacht. Ja, und dann so gegen 30. Minute, Werder Bremen langsam aufgewacht, ins Spiel reingekommen. Und zweite Halbzeit, muss ich ganz offen und ehrlich sagen,
Das war doch kein Fußball, was der VfB gespielt hat. Ja, die haben ja komplett geschlafen in der zweiten Halbzeit. Und dann macht die Abwehr den ersten Fehler, den zweiten Fehler, den dritten Fehler und. Und dann, ja, ich reg mich auf, dass der Müller auch keinen Ball hält. Also der ist auch komplett fehl am Platz im Tor. Muss man leider offen und ehrlich nach jetzt, glaube ich, zweiter Saison von Müller, muss man das einfach jetzt mal sagen. Weil der wacht nicht auf, da braucht man einfach einen guten Torhüter. Aber trotzdem, also die Verteidigung hat auch komplett gepennt und deswegen, schade, echt blöd gelaufen. Und ja, das war so mein Fazit zu den beiden Mannschaften. Die Fans, echt top, kann ich gar nicht sagen, VfB und Bremen, die haben beide abgeliefert. Ja, ansonsten das war's mit dem Video. Ich wünsche euch was. Ihr wisst, am Ende kommen noch die Bilder. Abonnieren nicht vergessen, teilen, liken und kommentieren. Macht's gut. Ciao.